und herzlich willkommen zu Folge 49 vom Direwolf Projekt im Singleplayer. So, beim letzten Mal haben wir ein bisschen im Dorf rumgewurstelt, heißt ein bisschen hier Beeren und so was eingesammelt, was halt sich findet. Aber meine ganzen Kisten werden langsam zu voll. Das heißt, ich müsste mal irgendwann in die Hölle gehen und anfangen, sagt mal schnell, Lederquarz zu sammeln. Sonst wird das ja nichts mehr mit uns, dass wir dann alles aufbauen. Aber ich habe jetzt erstmal was anderes vor. Und zwar möchte ich gerne die Maschinen erstmal ein bisschen aufstellen. Und dann ein bisschen Energie produziere. So. Unsere Tasche. Ich brauche die beiden Gärbottiche, das reicht erstmal. Und vielleicht noch so ein Befeuchter können wir es mal mitnehmen. Die Presse braucht man nicht. Die Zentrifuge auch noch nicht. Und die Röhrchen, nein, die brauchen wir erst für später. Und dann das Biofuel brauche ich eigentlich noch nicht hier, genau. Das lassen wir erstmal so. Dann habe ich mir noch überlegt, ich nehme dieses Waterproof, da brauche ich aber ein paar Kakteen. Und werde das Teeröl aus den Dingern schon mal unten reinpumpen, dass die schon mal wieder weiter arbeiten können. Dass wir ein bisschen Teeröl haben, mit Teeröl können wir auch zum Beispiel heizen. Und später werde ich sie dann mit Liquid Tesseract befüllen. Beziehungsweise ja, mal schauen, ob die Leitungen vielleicht doch bestehen bleiben. Nur, dass wir dann statt Pumpen einfach diese pulsierenden Gatter nehmen. Aber erstmal hier Kakteen kloppen. Ein bisschen brauchen wir ja, dass wir hier diese Waterproof Pipes bekommen. Na komm. Flop, flop. Ein Stack würde ich hoffen, dass ich das noch hinbekomme. Der soll mit seinem Dampfding da vorne noch arbeiten, dann werde ich die mit der anderen tauschen, dass ich halt die Gärbottiche schon mal so langsam anfangen kann aufzufüllen. So. Sollen wir mal hier einfach mal ein bisschen noch wieder Kakteen anpflanzen. Sich so im dünnen Abstand. Einfach nur wieder, dass ich welche habe. Hier und vielleicht noch da und immer noch weiter, bis ich nicht mehr kann. So, was haben wir noch? Ja, 45 reicht auf jeden Fall. Schmeißen wir direkt in den Ofen rein. Dann schauen wir mal. So, und ich wollte dann auch wieder bald auf Reisen gehen, weil ich habe mir sehr viele Sachen hier aufgeschrieben, weil ich ein bisschen rumgeflogen bin, so was meine Welt eigentlich um mich herum gibt, und dann habe ich mir gleich die Koordinaten mit aufgeschrieben. Könnte sagen, oh, der ist wieder rumgeflogen, weiß jetzt, wo alles steht. Ja klar, möchte ich auch wissen, wo alles steht, aber sollte auch eigentlich keinen stören. Ja komm, mach mal. Nimm mal normale Holzkohle hier. Beziehungsweise normale Kohle ist das ja. Oh, ist eine Eisensonne. Dankeschön. 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 Ist auch noch so eine. Oh, Eisen. Ich hab keinen Platz mehr schon wieder. Oh, da ist auch nichts. Warte mal, ist da irgendwas drin, was nicht reingehört? Cobblestone. Diese Pflastersteine müssen doch nicht da rein. Unbedingt. Gut. Die brauchen wir nicht. Dann brennt das jetzt erstmal vor sich hin. Ich habe doch bestimmt noch irgendwelche. Da habe ich noch ein bisschen. Ja, benutze ich die goldenen. Die brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Aber die hölzernen brauche ich. Das steht fest. Eisen. Bräuchte ich vielleicht. Ich habe drei, dann mache ich den Mittelstrang sozusagen, ja. Dann nehmen wir drei, die können wir jetzt eigentlich auch verbrauchen, die drei goldenen Pipes hier. Und es gibt doch hier Wasser. Wasserröhrchen, da gibt es Pflastersteine, ja, die kriegen wir auch noch hin. Dann nehmen wir die Pflastersteine, gibt es ein gewisses Maßunterschied eigentlich nicht. Ne. Eigentlich gibt es da keinen Maßunterschied. Gleich so. Oh, danke schön und danke schön. Und danke. Ein bisschen schon mal hier aufbauen können. So, 22 Stück. Dann die drei Anfangsröhrchen, eine Eisenpipe. Und schon mal hier ein paar Pflastersteinrohre hier aufbauen. Komm, so. Des Weiteren brauche ich noch ein bisschen Eisen. Wie viel habe ich da drüben schon mal stehen? Zwei, ne?
Zwei Stück sind da schon mal drin, ne? Eins, zwei. Vielleicht eine dritte schon mal aufbauen. Dann brauche ich hier sechs Stück von. Dankeschön. Drei Sticks. Oder nehme ich da. Ja, ich nehme einfach Hebel, wenn ich nur drei Sticks habe. Da sind sie. Dann Kolben. Ah ne. Oben Holz. Und an der Seite Stein. Eisen und Redstone, so. Ich komme nie auf das Rezept immer, das ist schrecklich. Jetzt hier unten die hölzernen Zahnräder, oben noch Holz. Dann haben wir wieder drei Stück. Die nehme ich mit, das brauche ich, das brauche ich. Die sind auch schon wieder fertig. Ich glaube, ich will hoffen, dass es mit den Pipes hier reicht. Mit den restlichen. Weiß ich nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich reicht oder nicht. Das kann ich natürlich nicht sagen. Zwei Stück und einen habe ich, ja genau, einen habe ich noch hier und drei Stück wollte ich nehmen. Dann machen wir das mal so. Ach, hier ist auch noch Erde zwischen. Ah, ja, ja. Dann kloppen wir das hier mal alles noch in Ruhe weg. Ist auch nervig hier. Das nicht vorher ändern können hier. Kommt hier noch weg. Damit ich einen schönen kleinen Raum habe, wo ich noch drunter hergehen kann. Reicht das? Zwei drunter hergehen? Ja. Ich wollte gerade sagen, das reicht nicht, aber reicht doch vollkommen. Da brauche ich nicht unbedingt. Da müsste ich. Oh, das ist doch was hier. Wer hat das denn erfunden hier? Da, 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 da brauche ich nicht. Aber hier muss ich wieder. Da machen wir, da machen wir. Und die holzen wir ja einfach auch weg. Dann passt das schon. Und unten machen wir jetzt hier den Raum sozusagen fertig. Das kann weg. Das kann weg. Und die beiden müssen auch noch weg. Tauschen wir das nochmal eben hier. Holz. Haben wir noch ein bisschen Holz hier. Und vielleicht die Erde nochmal. So, erstmal hier das 3x3 Feld ausheben. Dann kommt der Gang. Dann kommt wieder das 3x3 Feld. Hier kommt ein Gang zwischen. Weil ich muss ja nicht alles unbedingt mit Holz auskleiden, was ich nicht brauche. Lasse ich einfach vorweg. So, und dann hier wieder drumherum. Ne, mehr habe ich auch nicht. Mehr habe ich auch nicht. So. Und dann hier irgendwo runter, oder? Ich bin jetzt gerade am Schauen, wo ich denn hin muss. Ganz genau. Ich glaube, der sitzt ziemlich hinten am Tank. Zusätzlich schaue ich mal, wo kommt denn... Ne, ich muss am besten in den Mitte nehmen. Dann nehme ich den ganz linken, nämlich für Dampf. Den ganz linken für Dampf und den... rechten dann für Teeröl. Da ist er. Dann gehen wir mal in die zweite Etage hier. Genau, hier kommt das raus. Ah, guck mal, hier vorne sind wir doch schon. Da ist der Mitteltank. Da ist der, genau. Und hier will ich dann irgendwo runtergehen. An der Stelle. Hier könnten wir eigentlich runtergehen. Wir dann darunter. Ja, hier können wir es ja eigentlich sehen. Hier ist das ja eigentlich sozusagen hier wieder so eine Zwischenetage, die ich wieder gebaut habe. Dann braucht das ja nicht mehr. Das ist gut. Das gefällt mir doch. Dann brauchen wir die ganzen Pipes. Die brauchen wir. Dann brauchen wir hier so einen Crashed Hammer. Habe ich den? Habe ich den gar nicht hier? Ich meine, ich hatte doch schon mal einen gemacht. Was am Trinken. Ich wundere, dass ich hier so kuppelig laufe. Ich habe gerade nur die Flasche in der Hand gehabt und konnte nicht anderweitig die Maus da benutzen. Da sind sie doch. Das brauche ich hier. Wegen der Sache. Aber ich sehe gerade, die Sonne geht unter.
Und das heißt natürlich, unsere Folge ist zu Ende. Deswegen, bis dahin, euer Flash-Tutor. Nicht vergessen, macht was ihr wollt, Hauptsache bewertet. Bis dahin, tschüss.